Bobo. Bobo Boys, ja, eins wird heute in zwei erklärt kommen, aber ihr seid ja beim Size Live und ich hoffe, dass ich euch nicht langweile, denn so ein Size Live, wie ich schon mal erzählt habe, ist so eine Sache, die ich spontan abdrehe. Die hat meistens nicht damit zu tun, dass ich jetzt sage, okay, jetzt drehe ich mal was ab, sondern man fühlt sich irgendwie danach. Und ich will einfach, dieses Size erklärt müsste eigentlich Simon erklärt heißen, weil es eigentlich nichts mit Size zu tun hat. Wie ich es oft schon gesagt habe, Size ist eine Facette meines Charakters. So diese Entertainment-Faktor mit irgendwelchen scheiß polligen Sachen und niveaulosen Sachen, die wirklich halt nur auch eine gewisse Gruppe an Menschen ansprechen. Normale Menschen sagen mir, ich bin ein kompletter Vollidiot. Aber deswegen sage ich einfach mal, das ist mehr oder weniger, auch wenn es oben anders steht, ein Simons Live. Und darum geht's eigentlich. Das letzte halbe Jahr ist für mich, sagen wir mal, privat nicht so optimal gelaufen. Und ich muss mir da bei vielen Sachen natürlich auch den Schuh anziehen. Das Problem ist immer nur, was man daraus macht. Also ich bin bekommen beziehungstechnisch, arbeitstechnisch mal ein paar Sachen oder sind ein paar Sachen. Dann Umzug hier, Umzug da, Umzug hier, Umzug da. Ich stehe heute, das klingt vielleicht doof für euch im ersten Moment, ihr seht, auch guck mal hier Follower und guck mal hier, fittes Typ und so, bla. Ich stehe heute jetzt gerade vor der Kamera als, glaube ich, die unzufriedenste Version in seinem Leben seit den letzten 29 Jahren und so alt bin ich inzwischen schon geworden, 29. Ich bin extrem unzufrieden. Mit vielen Aspekten, primär mit mir. Ich bin der Meinung, ich bin ein sehr, 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 also wenn ich sowas sage, vielleicht könnt ihr es auf euch auch ummünzen. Vielleicht hilft euch das selbst oder findet euch wieder in einigen Worten. Ich bin selbst ein sehr instabiler, sensibler Mensch. Das heißt, es reichen die Kleinigkeiten und wirklich Kleinigkeiten von engen Personen, um mich komplett aus der Bahn gleiten zu lassen und mich wirklich zu verlieren. Und ich bezeichne mich selbst als einen Menschen, der anspruchslos ist und nichts braucht, aber die Basis braucht und die Basis das Wichtigste ist. Und ich möchte halt wirklich nur so ein bisschen was verdienen, so auch Spaß, ein bisschen was, ich will keine Luxusgüter haben und so weiter. Ich will eine Beziehung haben, ich will Freunde haben, ich will irgendwann, wie ihr ja vielleicht schon mitbekommen habt, würde es mich freuen, wenn ich über ein Papa werde oder so. Gott. Und ich merke halt dabei, dass ich mich ganz oft immer mehr selbst verliere. Ich will nicht in eine Kunstfigur mich verwandeln. Man ist ja Tag für Tag dann auch vor der Kamera und produziert Sachen und ob es Bilder sind, Videos sind oder ein Livestream ist. Und ich versuche so viel wie möglich Simon zu sein, aber vielleicht ist dieser Simon gar nicht so ein Entertainment-Faktor, sondern eher dieser Style, weil ich bin eigentlich eher ein ruhiger Mensch, unsicherer Mensch und deswegen auch ruhig, weil ich sehr unsicherer Mensch bin und sicherlich wirkt vielleicht auf den ersten Moment nicht so, aber wenn man sich mit mir privat auseinandergesetzt hat, wird man das relativ schnell merken, dass das Großmaul eigentlich relativ klein ist. Und was ich eigentlich sagen will, ist, die verschiedensten Fehler, die man im Leben macht, meiner Meinung nach, die macht man nicht aus Kalkül, sondern aus lieb gemeinter Dummheit vielleicht. Zumeist ist da kein negativer Aspekt hinter. Und so bin ich auch gepolt. Man muss Leuten, die einen vielleicht enttäuschen, aber und etwas gemacht haben und etwas doof gemacht haben, immer hinterfragen müssen, was in dem Moment wirklich der Gedanke war. Wie sehr man in der Materie drin steckt, ob es da wirklich Schaden zugefügt werden sollte. Und ich habe vielen Leuten auch nichts Gutes getan, obwohl ich nie negative Aspekte hatte. Und darauf sollte man sich berufen und ich bin so in der Meinung, gerade so mit der aktuellen Entwicklung in der Fitnessszene, dass ich mich halt auch ein bisschen umstrukturieren will. Ihr habt es mitbekommen, vielleicht mache ich kurz Werbung. Ich bin heute wieder bei Twitch online, ich werde es nachher posten, ich bin heute länger online. Das möchte ich anfüttern, möchte da in so eine andere Community reinrutschen, weil ich von dieser Fitnessszene an sich, es hat viele nette Aspekte und wir haben auch tolle Leute kennengelernt, aber 95% in der Fitness-Szene sind der letzte Haufen Scheiße. Und von den Leuten, die man so kennt oder die das hinterstecken oder sonst was. Meine Meinung ist, dass einfach zu viele
junge Leute in dieser Szene arbeiten und zu schnell auch die Kohle wollen und ich da immer so ein bisschen den Faden verliere, der Freude, der Leidenschaft und der Ehrlichkeit. Ich weiß gar nicht, wie ich das einbauen soll. Wenn ich Streams mache, werden mich ja tausend Sachen gefragt. Was hältst du von dem Thema, was hältst du von dem Thema, was hältst du von dem Thema, was hältst du von dem Thema? Ich bin der Meinung, dass es so in der Fitness-Szene momentan ist, dass vieles, vieles, was geschieht, gerechtfertigt ist. Nicht als Charakter oder Persönlichkeit zu Schaden tragen sollte oder dass die irgendwie das verdient haben. Gar nicht. Aber letztendlich am Ende des Tages ist es immer so, dass sich die Wahrheit durchsetzt, meiner Meinung nach. Und auch, ich habe Leichen im Keller, hier hat Leichen im Keller. So. Und eines Tages wird man sicherlich auch aus dem Leben gefickt oder in irgendeiner Art und Weise, keine Ahnung, weil man irgendwas falsch gesagt hat oder so. Aber ich bin der Meinung, dass man niemals sich selbst verlieren sollte und das ist eben dieser Aspekt, den ich genannt habe. Sobald man versucht, etwas zu sein, was man nicht ist, sondern etwas zu sein, was sich verkauft, dann verliert man nicht nur sich als Charakter, sondern auch sein Umfeld als Menschen. Ich sitze abends zu Hause und mache die ganze Zeit, fasse die ganze Zeit irgendwas an. Oder ihr kennt ja meine Gesichtsspackung. Ich bin komplett den ganzen Tag unter Strom nervös und irgendwas belastet mich immer und immer. Also komme ich 10 Minuten später zur Arbeit und ich bin selbstständig, man kommt halt 10 Minuten später zur Arbeit. Ich bin nervös, fuck, ich bin zu spät, haben wir Mails. Und all dieser Kram, den wälze ich jetzt inzwischen auf meine Leute ab, die neben mir stehen und die mich lieb haben. Und dafür muss ich mich halt entschuldigen. Und was ich halt eben einfach nur wirklich, worum es mir eigentlich primär geht, ist, ich muss neben dieser Entertainment-Faktor-Schiene versuchen, wieder Simon zu werden und ich will diese Kunstfigur sein, nicht werden. Und ich habe mir schon überlegt, ob ich mich einfach umlenne von Zeit aus Simon, so auch blöd, also was soll's. Und es sind also verschiedene Sachen. Ich habe, wenn man sich selbst, ich fühle mich selbst, sagen wir mal, recht wertlos, ja. Bedeutet, ich bin mir der 10.000%igen Sicherheit, dass wenn Jill nicht wäre, dass ich nicht erfolgreich wäre mit dieser Szene. Dass sie für mich kaum Leute interessieren werden. Ich sehe es ja, natürlich sehe ich es bei Facebook und bei Instagram oder sonst was, ob was geliked wird. Aber ich sehe natürlich auch die Interaktion bei Facebook, dass sich da nicht so viele Leute interessieren für einen Post. Ich sehe es bei anderen Plattformen, wo denn Leute zwar immer die gleichen dabei sind, und ich freue mich bei euch und ich sage es auch immer wieder, diese Interaktion mit euch, primär über diese Streams ist das, was mir am allermeisten Spaß macht und das, was mir mit Freude erfüllt, weil ich da als Simon antworte und nicht immer als Zeit. Und dafür muss ich mich an der Stelle bedanken und dieses Video hat so wenig Aussagekraft eigentlich oder so wenig Thematik, dass man es normalerweise gar nicht hochladen würde, weil es so viel Gedankengut ist, der jetzt in alle Richtungen gestreut wird, aber kein wirkliches Ziel ergibt. Was ich eigentlich sagen will, ist, dass ich, dass es mir nicht gut geht, aber dass ich weiterhin versuche, mich zu verbessern und ich werde auch bewusst heute jetzt kein klassisches Kalendertürchen aufmachen. Ich kann es ja mal hier machen. Ja, was haben wir heute? Wir haben den 10. Das mache ich euch jetzt mal auf. Zack. Zack. Der 10. Früchte. Und darum geht eigentlich. Ich bin nicht glücklich mit 500.000 Followern, ich bin nicht glücklich mit mit 20.000 Euro auf dem Konto, ich bin glücklich. Das klingt vielleicht ein bisschen platt und das hat mir auch jemand immer früher gesagt und das stimmt auch soweit. Und ich bin. Ich bin glücklich, wenn mir jemand. Das klingt vielleicht ein bisschen doof, echt. Bring mir eine Capri-Sonne mit oder eine Überraschungsei von der Tankstelle und ich bin glücklich. Das ist. Die kleinen Dinge im Leben, die sollten da mehr freuen als die großen Momente, die eine Fibo, tolles Video, was eingeschlagen ist, neuer Sponsoring-Vertrag. Jungs, fokussiert euch auf das, was ihr seid und nicht auf das, was ihr darstellt. Es interessiert niemanden, was ihr darstellt. Das interessieren Leute, die weit weg von euch sind. Das sind Leute, die ihr nur über drei Ecken kennt.
die reden über euch, die sagen, oh krass, guck mal, was er geschafft hat. Aber das, diese Leute sind unrelevant. Relevant sind die Leute, die um dich herum sind, deine Familie, deine Freunde, deine Freundin. Oder wenn du Mädel bist, dein Freund. Oder wenn du schwul bist, dein Freund. Keine Ahnung. Dann, das sind die Faktoren, die einen wirklich im Leben voranbringen. Und ich wollte das immer so unbedingt. Und meistens ist es ja so, wenn man etwas erreicht hat, dann ist es gar nicht so mehr so cool, wie man dachte. Es ist trotzdem sehr schön und ich mag diesen Job und ich mache es gerne und es ist mein Lebensinhalt, aber ich möchte mich einfach nicht verändern und das ist der primäre Grund. Ich möchte mich nicht leiten lassen, ich möchte kein Hund sein und darum geht es mir primär. Und so wenig Aussagekraft, wie das Video wirklich hat, so ernst gemeint sind trotzdem die Worte und ich hoffe, ihr versteht einfach nur, was ich in irgendeiner Art und Weise meine und hoffe einfach, dass bei euch es gut läuft, vielleicht besser läuft und ich freue mich schon auf das Video, wo wir 100.000 Abonnenten vielleicht mal haben auf YouTube, weil dann werde ich eine Dankesrede machen und allen mich bedanken und das ist, glaube ich, das Schönste, was man machen kann, sich zu bedanken bei Leuten, die einen unterstützen und das seid in dem Fall ihr und in dem Sinne, Porsche Girls, ich bin nachher noch, wie gesagt, bei Twitch online, also Werbung und aktuelle Angebote unten. Dankeschön.